Ich zeige Ihnen, wie Sie in Camtasia einen Clip zuschneiden. Man sagt auch trimmen. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich habe hier den Clip, der liegt bereits hier auf dem Storyboard und der Anfang stimmt nicht ganz und auch das Ende hier, das braucht es gar nicht. Ich vergrößere einmal hier die Ansicht, entweder hier bei diesem Schieberegler oder ich kann auch die Ctrl-Taste gedrückt halten und am Mausrad drehen. Jetzt sehe ich den Anfang präziser. Hier spreche ich noch gar nichts, also könnte ich diesen ersten Teil wegschneiden. Ich nehme hier bei der Abspielnadel diesen roten Anfasser und fahre hier in die Nähe des Gesprochenen und drücke nun die Taste Ctrl-X für Ausschneiden oder eben hier Ausschneiden. Man sieht hier auch das Tastaturkürzel Ctrl-X. Dann ist dieser Anfang weg. Ebenso das Ende. Ich packe die Abspielnadel, trage sie hier hin, denn hier wäre eigentlich Schluss und den ganzen Rest hier brauche ich nicht. Das heißt, ich stelle am Anfang die grüne Nadel hin, ich beobachte hier das Gesprochene und stelle den roten Teil hier ganz ans Ende, bei mir jetzt sogar ein bisschen darüber hinaus und wiederum Ctrl-X oder Ausschneiden. Achtung, das Ganze ist nicht gelöscht, denn wenn ich hier ein Element wieder packe und nach rechts zupfe, dann kommt die ganze Tonspur wieder zum Vorschein. Das ist ja gut zu wissen. Ebenfalls beim Bild hier unten, das kann ich fassen und das könnte ich wieder hervorzaubern. Das lasse ich nun aber, denn ich will es ja tatsächlich nicht. Das war's.